Ich bin halt schon recht langsam gerade. Dadurch, dass ich alles lese. Das machen will. Ich glaube, ich werde auch die ganzen Klassen auf 90 haben, bevor wir in Endwalker sind. Gespannt, wie sehr dir das dann gefallen. Ich auch. Bei RP ist, ich weiß nicht, ich habe noch nie richtig RP gemacht. Im Stream wird das halt auch ein bisschen schwierig. Aber ich versuche, so gut es geht, drauf einzugehen. Ich glaube, am einfachsten wird es sein, wenn im Chat nichts los ist. Wenn im Chat einiges los ist, dann bin ich. Also ich. Ich kann meine Stimme auch nicht verstehen. Maybe Hybrid. Also ich glaube, ich bin ganz schlecht im RP. Ganz schlecht. Fantasie gleich null. Mal gucken. Aber ich habe trotzdem Bock drauf. Allein, weil ich dein männliches Katerviech spiele. Die werden so gut aussehen. Du bist also die Pikinierin, die Yevain in den höchsten Tönen lobt. Mein Name ist Mateumi und ich kommandiere die Garnison, die hier an Amarisaiks Wachturm stationiert ist. Angeblich hast du Talent, doch in meinen Augen siehst du noch recht grün hinter den Ohren aus. Eosea ist groß und voller Gefahren. Selbst Veteranen des Klageregiments kennen nicht alle Feinde und müssen immer wieder auf neue unbekannte Bedrohungen reagieren. Um eine Anerkennung zu gewinnen, musst du mich davon überzeugen, dass du dazu in der Lage bist. Gieß dieses Spektralblut an den Baum im Norden. Daraufhin werden sich blutsaugende Bestien mit ihren Fangzähnen auf dich stürzen, um deinen Lebenssaft aus den Adern zu schlürfen. Alter. Mach in die Rolle bleiben bei den Chats sagen, gucken, dass es nicht in der P-Gespräche passiert. Wenn es dann hier auf Streams ist, ist es noch lustiger. Ja, es wird halt trotzdem schwierig. Ich kann es nicht versprechen, ob ich das komplett einhalte. Also, das kann ich dir leider nicht versprechen. Weil wenn es halt wirklich richtige Unterhaltungen werden im Chat, muss ich halt auf den Chat achten. Aber das habe ich dir auch von Anfang an gesagt. Der Prio hat dann trotzdem immer noch der Chat. Das wird ganz, ganz schwierig für mich. Also klar, wenn wir uns dann unterhalten, natürlich nicht. Aber ich sag jetzt mal, wenn Raid reinkommt und ich erst eine halbe Stunde später antworte, ist das ein bisschen... ja, sag ich mal so, ne? schwierig. Da drückt bei mir schon immer der Schuh. Das kann ich auch so nicht ab, wenn ich dann mit euch in Gesprächen bin, wenn wir jetzt normal reden, dann Raid reinkommt, das kann ich mir immer nicht abwarten. Das bin ich ganz, ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Also ich versuche so gut wie es geht mitzumachen. Also, ich versuch's. Also komplett wird's für mich wahrscheinlich ganz schwierig. Also wirklich ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Gut gemacht. Du kämpfst ohne Furcht und mit großem Geschick. Es ist nicht leicht, Blutfledermäuse im Flug zu erwischen und gleichzeitig ihren Sturzangriff auszuweichen. Yevain hat mit seinem Lob nicht übertrieben. Ich, Mateumi, erkenne deinen Mut an. Als nächstes musst du in den Südwald zu Buskorons Horst reisen. Sprich dort mit dem Wirt Buskoron. Er war schon immer ein eigensinniger Pikinier, doch ohne Zweifel gehört er zu den erfahrensten. Auch jetzt, nachdem er seine Pike an die Wand gehängt hat, suchen viele Pikiniere seinen Rat. Dazu zähle ich auch mich selbst. Also pass gut auf, was er dir zu sagen hat. Er kann dir viel beibringen. Ich meine, selbst bei solchen Texten laber ich immer dazwischen. Das Schlimmste ist, hier kommt alles auf YouTube. Das einfach mal dazu gesagt. Das ist verdammt schwierig. Eigentlich für mich sogar fast unmöglich. Damit komplett drauf zu achten. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich gebe mein Bestes. Hätte Lust, das können wir auch dafür üben. Jeden Tag meine verschiedenen Stimmen verstehen. Also du kannst es auf jeden Fall vergessen, dass ich eine Stimme spreche. Das kannst du auf jeden Fall. Das kannst du von mir nicht erwarten. Nicht bei stundenlangen Streams. Das kriege ich nicht hin.
Da bin ich auf jeden Fall raus. Ich werde mich mal nochmal anschauen. Wobei ich klinge ja recht. Also ich tatsächlich finde ich, dass ich recht männlich klinge. Also das ist egal. Aber ich kann nicht mehr über im Stream meine Stimme auch noch vorstellen. Ich glaube, dann kannst du meine Stimmbänder gleich erstmal an den nächsten Baum hängen. Können sie dann erstmal auslüften. Ich glaube, ich hatte das bei Final Fantasy 1 mal versucht. Ist ja schon Ewigkeiten her. Da hatte ich tatsächlich Stimmen versucht. Und ich ein Stream, 2 Stunden lang und ich war im Arsch. Ich war einfach nur im Arsch. Das hab ich hab das gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe einfach nur noch Hallo, ich kann nicht mehr gemacht. Meine beste Leistung war 6 Stunden Stimmverstärkung. Ja. Ja. Nee. Ansonsten lege ich mir einfach ein Tonband-Ding drüber. Dann mache ich das mit Voice-Mod. Lege ich da einfach so einen Sound drüber. Dann passt das. Da brauche ich nichts mehr machen, außer ordentlich reden. Was auch schon schwierig genug ist. Nicht zu nuscheln. Dann muss ich langsam reden. Ich kann nicht langsam reden. Aber ich würde es versuchen. Ich nehme dann eine Roboterstimme. Nein. Oder der gruselige Clown von nebenan. Oder ich spiel einfach den männlichen mit so einer richtig kleinen Babystimme. Das ist der Hammer. Erlaub ich. Ja, mal gucken. Ich kriege das schon hin. Aber wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, dass ich das komplett stundenlang und den kompletten Stream komplett durchhalte. Das. Wenn wenig los ist, wird es kein Problem. Ich glaube, da kriegen wir das ganz gut hin. Wenn aber. Es gibt ja immer so Phasen im Stream, wo recht viel los ist und wenn dann halt auch Gespräche stattfinden. Und ohne Witz, ich hasse Streams, wo keine Gespräche mit dem Chat sind. Ich hasse es. Und da kann ich mich nicht die ganze Zeit stumm. Geht nicht. Kann ich nie brechen, wenn ich so stundenlang mit dem Chat rede. Das geht nicht konform. Ich schon so, dass ich die Schwester täglich übe. Nein, überhaupt nicht, Kitty. Überhaupt nicht, du doch nicht. Wo denkst du hin? Doch nicht. Anna Ehrlich, da bist du ja. Gestatten Buskeron. Früher habe ich als Soldat des Klageregiments die Wege des Waldes bewacht. Heute betreibe ich diese kleine Schenke. Du bist hier, um meine Anerkennung zu erlangen, ja? Dann wollen wir keine Zeit verschwenden. Nimm Da geht's übrigens schon los. Und das. Na gut, nach 11,5 Stunden, sei mir das erlaubt, dass ich nicht mehr lesen kann. Nimm diesen Frühlingsmet und bringe ihn an Mistales Pike als Opfergabe dar. Danach komm zu mir zurück, dann erzähle ich dir eine interessante Geschichte. Nein, bitte nicht. Die muss ich ja lesen. Oh Gott, Alter. Ich sterbe jetzt schon. Bin ich richtig? Nee, bin ich nicht. Ich brauche immer noch die Rolle für das RP von Hybrid. Lust und Zeit hat Herzi ja mal gesagt, dass er mal machen möchte. Ich glaube, Hybrid wird genauso sterben wie ich. Hybrid würde, glaube ich, genauso sterben wie ich. Achso, ich sollte wieder zurück. Die hat eine ganz komische Atmung. Man stelle sich da jetzt noch was anderes hinter vor. Was? Habe ich das gerade laut gesagt? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Huch. Ich hasse diese Rüstung. Alter, wie hässlich, ey. Wie hässlich, wer hat sich diese Rüstung ausgedacht? Oh. Ah, du hast die Opfergaben an Mistales Pike dargebracht.
Du willst nun die versprochene Geschichte hören? Nichts lieber als das. Nicht? Also was immer fix. Fix habe ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen. Mehr B und D. Wie gesagt, ich weiß halt noch nicht mal, ob das überhaupt was für mich ist, ne? Aber mal gucken. Wir testen's. Wir testen's mal. Nicht lieber als das. Achso, Mistales Pike ist eine Gedenkstätte für den Gründer der Pikeniergilde. Mistale war von Natur aus ein mutiger Mann. Doch erst als er die tiefere Bedeutung von Mut begriffen hatte, konnte er den Kampf mit der Pike perfektionieren. Außerdem war er der Überzeugung, dass kredanische Pikeniere über den Waldrand hinausschauen müssen. Deshalb förderte er den Austausch mit anderen Reichen. Damit verstieß er gegen die Tradition, denn in Kredania galt alles Fremde als verwerflich und unerwünscht. Für Mistal war diese Fremdenfeindlichkeit Ausdruck kredanischer Unsicherheit. Er kannte das mangelnde Selbstvertrauen, den Mut im Keim erstickte. Er setzte sich über den Widerstand Kredanias hinweg und lud aus allen Teilen Eosias die besten Pikeniere ein, um gemeinsam den Mut zu kultivieren. Daraus entstand die Pikeniergilde, wie wir sie heute kennen. Pikenieren stehst du also auch also in der Tradition Mistales. Vergiss das nie. Bei dir mache ich mir aber keine großen Sorgen. Ich habe schon auf den ersten Blick gesehen, dass du Mumm in den Knochen hast. Also, meine Anerkennung hast du. Jetzt musst du nur noch Vauxclair, glaube ich, überzeugen. Du findest ihn im schwimmenden Korken am Herbstkürbissee im Nordwald. In jungen Jahren habe ich mit ihm so einige Wettkämpfe ausgetragen, ohne dass einer von uns jemals eindeutig die Nase vorn hatte. Es wird nicht leicht, seine Anerkennung zu gewinnen, aber du schaffst das schon. Mhm. Alles klar. Jo. Herbstkürbisse, ja? Oh, mein Bein. Ich habe so einen Muskelkater. Geht schon auf keine Kuhhaut mehr. Rein theoretisch müsste ich jetzt mit dem hier auch noch alles durchquesten. Rein theoretisch. Da habe ich auch noch so viele Quests. Ich werde nie fertig. So, 24 Minuten haben wir dann auf jeden Fall noch. Ob wer nicht dazwischen kommt. Okay, 28, ja. Oh, werde ich wohl machen müssen. Werde ich auch erstmal das durchquesten müssen. Bevor mein Level halt einfach zu hoch ist, ne? Ich habe keinen kredanischen Kämpfer dann mehr hier. Mit dem hier muss ich jetzt alles aufholen, was ich hier vorher verpasst habe. Herbstkürbissee ist ein herrliches Fleckchen Erde. Die frische Luft, der köstliche Tee und die beste Herberge, die sich eine erfahrene Händlerin wünschen kann. Es gibt so gut wie keine Reisenden nach Kyrtas. Es gibt so gut wie keinen Reisenden nach Kyrtas, der hier nicht Station macht. Das ist äußerst einträglich fürs Geschäft, weshalb ich oft im schwimmenden Korken absteige und hier meine Warenfeile biete. Ein Kollegen von mir geht es ähnlich, doch der ist leider nicht dem leckeren Tee, sondern dem Bier und der Wirtin in der Schenke zugetan. Erst gestern war er wieder so sturzbesoffen und hat irgendwo vor den Toren der Stadt übernachtet, obwohl er wie ich ein Zimmer im schwimmenden Korken hat. Doch da kommt er jetzt sowieso nicht mehr rein, weil er bei seinem nächtlichen Ausflug den Zimmerschlüssel verlegt hat. Nun, im schwimmenden Korken fand man das allerdings weit weniger amüsant, denn es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Wenn wir den Schlüssel nicht finden, erhält mein Freund dort Hausverbot. Kannst du uns bei der Suche helfen? Bring den Schlüssel bitte zu Eluin im schwimmenden Korken, falls du ihn finden solltest. Mhm. Okay. Oh, sämtliche Quests kurz annehmen. Wo
Ausrüstung. Ah, oh, Abenteurerin, du kommst hier gerufen. Schon mal an Florentels Wachturm westlich von hier gewesen? Das ist ein Schlangenpriester namens Vortefond stationiert, dem ich einen Bericht aushändigen muss. Leider ist der Gute nicht besonders freundlich auf mich zu sprechen, seit ich ihm beim letzten Kartenspiel in der Schenke bis aufs letzte Hemd ausgenommen habe. Ich würde lieber nach etwas Gras über die lieber noch etwas Gras über die Sache wachsen lassen, bevor ich ihm das nächste Mal unter die Augen trete. Könntest du meinen Statusbericht vielleicht bei ihm abliefern? Dann hättest du ein Gut bei mir. Mhm. Oh Gott. Hallo Abenteurerin, hast du auch das Vergnügen, hier im schwimmenden Korken nächtigen zu dürfen? Ich bin aus Ulda nach Herbstkürbissee gekommen, um meinen Waren an den Nordwäldern zu bringen. Das Geschäft war ein voller Erfolg und liegt schon 3 Wochen zurück. Was soll ich sagen? Die Herberge hat es mir so angetan, dass ich gar nicht mehr hier heimkehren möchte. Doch wie man mir berichtet, wartet mein Diener bereits vor den Stadttoren, um mich zurück nach Ulda zu begleiten. Puh, ich darf gar nicht daran denken. Die harten Matratzen, das Gemecker meiner Frau, ihr eiserner Griff um den Sparstrumpf und die viel zu hohen Steuern. Wer kann es mir dafür denken, dass ich lieber noch ein paar Tage hier entspannen möchte? Ah, ich hab's. Bring dem Diener bitte diese Nachricht. Wird er den guten Service hier noch eine Weile genießen? Der kann er sich meinetwegen auf den Kopf stellen. Nett. Wirklich nett. Da bist du. Sei gegrüßt. Ich bin Vauclair, ein Abenteurer, Glücksritter oder auch Söldner, wie immer du es nennen willst. Ihr Wellen behauptet, du seist wahrhaftig mutig? Nun, das wollen wir mal sehen. Wenn sich ein ohnehin schon starker Gegner plötzlich verwandelt, dann pocht selbst das mutigste Herz vor Aufregung. Wenn sich mitten im Kampf unvorhergesehenes ereignet, das deine Strategie über den Haufen wirft und dein Leben gefährdet, dann gerät auch dein Mut ins Wanken. Das wirst du nun auch am eigenen Leib erfahren, denn du wirst gegen ein Monster in der Gestalt eines flammenden Infernos antreten. Dort zuvor musst du Brandballons jagen, ihre Finger erbeuten und damit an einer Feuerstelle ein Lagerfeuer entfachen. Damit beschwörst du einen Inferno-Ballon, der vor lauter Zorn anschwellen wird, bis er förmlich platzt. Ich werde, dass du dir in die Hose machst, wenn du diesem Höhenfeuer gegenüberstehst. Im Höhenfeuer so. Jo. Ich gehe erstmal in diese Richtung. Das ist doch einfach nicht so schaffen, ey. Wir haben nicht einmal Hauptstory heute gemacht. Nicht einmal. Aber dafür machen wir gut Punkte. Das ist auch schon mal was. Eine Abenteurerin? Was willst du von mir? Wenn ich meinen Herrn nicht schleunigst zurück nach Ulda geleite, macht mir seine Frau die 7 Höhlen heiß. Dabei habe ich meine Rüstung nach ihrer letzten Nudelholz-Tirade gerade erst ausbeulen lassen. 3 ganze Monatslöhne hat mich das gekostet. Ich sag's dir. Pah, glaub ja nicht, du könntest mich bestechen. Hm? Ein Gutschein für ein Wohlfühlwochenende im schwimmenden Korken? Inklusive eines eigenen Liegestuhls im Herbstgewiss und freie Auswahl in der Cocktailbar? Das ist ja wohl... Warte, da werde ich Gokulata persönlich sagen. Mit Katzengeschwindigkeit zum Herbstkürbis. Ja. Ja, die nächste Inni habe ich übrigens noch nicht frei. Sage ich jetzt schon mal. Die nächste Inni habe ich noch nicht frei. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Meilenweit. Ich, ja. Ne? Ich habe halt keine Story mehr gemacht. Ist immer so schon mal eine kleine Vorwarnung. Wobei, das würden wir heute eh nicht mehr schaffen. Weil 18 Minuten noch. Und selbst in 18 Minuten kriege ich die Story nicht durchgepowert. Würde ich auch nicht machen. Ja. Rein aus. Des Prinzips wegen. Und, ja. Ich seh dich. Ja, die ist an mir vorbeigerannt.
Jetzt geht ihr mir vorbei reinsehen. Nee, 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 nee. Hm. Oh. Ach komm schon. Dein Ernst? Oh mein Gott, ich kann sogar. So. Geh dich, Kitty. Kärchen. Schien. Schien. Bomba, 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 bomba. Gib uns ab. Bomba, 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 bomba. Bomba. Also, ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr hart, alles abzuarbeiten. Aber wenn man wirklich die Nebenquests damit macht, dann schafft man das eigentlich echt gut. Ah, und da hinten müssen wir dann hin. Wird immer größer. Okay. Hol ich mir erstmal die anderen Nebenquests. Hier kann ich auch noch mal Ewigkeiten drin verbringen. Dieser Gegend. In den Addons wird es dann gar nicht mehr so schwierig. Oh Mann, ich bin falsch abgebogen. Oh mein Gott. Ich bin halt ernsthaft einfach falsch abgebogen. Weil da können wir uns dann halt wirklich quasi von Gebiet zu Gebiet hangeln. Gut, die Städte wären dann ein bisschen schwierig, aber ja, kriegt man trotzdem hin. Lachende Furie. Naja. Sowas Dummes aber auch. Muss mir das Lampenöl ausgerechnet ausgehen, wenn meine Nachtschicht ansteht? Ein Ausweg gäbe es zwar, aber der ist nicht ganz ungefährlich. Es ist möglich, geschwächte Gleiser mit unseren Bergmannslampen einzufangen. Die Funzeln glimmen dann an einige Glockenschläge nach. Zwei Lampen würden mich durch die Nacht bringen. Traust du dir das zu? Habe ich eine Wahl? Nein, habe ich nicht. Servus. Mhm. Hey, das ist so stürmisch, durch Nacht irgendwie. Nein, lass mich doch mal. So. Eins von zwei. Das andere.
Nein, die brauche ich nicht. Und einmal noch. Danke, Schokobo. Ja. Da ist der Schlüssel. Jetzt bloß nicht runterfallen. Wie auch immer hier der Schlüssel hinkommt. Frag lieber nicht. Reitet durch die Nacht geschwind. Es ist der Lala auf seinem Katzenkind. Oh Mann. Juhu. Ich hab mal wieder die dicke Katze. Ich habe den Rest des Wortes verschluckt. Ha, ich kann das Glimmen bereits durch den Stoff deiner Taschen erkennen. Es ist dir tatsächlich gelungen, die Gleise einzufangen. Mhm. Potzblitz, du bist wahrlich eine furchtlose Gesellin. Nachts ist es hier stockdunkel und ich habe mir den Kopf schon viel zu oft an kantigen Felsvorsprung gestoßen. Hab viel Dank, meine Gute. Die Böden hier bergen reiche Erzvorkommen. Nur die zerklüftete Gegend macht uns die Entnahme von Gesteinsproben nicht gerade leicht. Von den vielen Monstern ganz zu schweigen. Wenn eine kampferprobte Abenteurerin wie du ein paar Stufenleitern für uns aufstellen könnte, wäre uns sehr geholfen. Nachdem du die Gleise so spielend erledigt hast, traue ich dir das ohne weiteres zu. Mhm. Natürlich tust du das. Weil er mit zerbrochenem Schild und kaputter und glühender Rüstung in den Chat. Ja. Was ist denn los? Bist du gerade am Savage dran? Zehn Minuten noch. Dann ist Feierabend. Wahrscheinlich. Zu 95%. Huch. Ich habe mal P6 gemacht, bevor die Leute es gescheckt haben. Ja, gut. Bei mir glüht auch gleich was. Da sind die Burger, die ich mir gleich machen werde. Okay, die. Ohne Witz, ich freue mich gleich auf was zu essen. Es hat halt schon so seine Nachteile, wenn Frisches nicht da ist, ne? Eigentlich hat es nur Nachteile. Naja, ich will Joglichen. Ich liebe dieses Mount. Es ist so toll. Okay. Und wieder einmal hast du mich nicht enttäuscht, Abenteurerin. Besten Dank. Für uns sind allein die Vorbereitungen im Gelände schon lebensgefährlich. Oben auf den Leitern ist man dann in relativer Sicherheit. Man darf nur nicht runter auf die dort wuselnden Monster schauen. Die Hoffnung auf einen reichen Fund lässt uns die Gefahr oft vergessen. Einige meiner Kollegen haben das schon mit dem Leben bezahlt. Drück mir die Daumen, dass es mich nicht auch erwischt. Nö, nö. Ich erwische das bestimmt nicht. Ja. Es wird weniger.
Es wird langsam, aber sicher weniger. Haben wir das hier? Das hier haben wir tatsächlich bei fast komplett abgequestet. Außer dann die Sachen für die Relik. Irgendwann mal. Wenn wir mal zu so weit kommen. Okay. Sehr gegrüßte Abenteurerin. Die Gegend hier wimmelt von gefährlichen Monstern. Tu uns den Gefallen und reihe dich nicht in den Riegen unachtsamer Wanderer ein, deren Leichname wir regelmäßig bergen müssen. Wir haben auch so schon genug zu tun. Jo, ich gebe jetzt gleich noch die Dingens ab. Beziehungsweise, na gut, ich glaube, abgeben ist ja noch nicht viel. Mal gucken. Du bringst Godwins Statusbericht. Der Halunke tut gut daran, hier nicht persönlich zu erscheinen. Irgendwann werde ich ihm seinen miesen Tricks nachweisen können. Dann ist er so blank wie ein polierter Wappenschild. Nun dann, lass doch mal sehen. Ja, frisches. Du musst doch arbeiten. Wie war das Essen? War gut. Drei Sitzangriffe und Überfälle der Ixal und Quirkin. Das Übliche also. Doch Moment, hier steht doch etwas in der Spalte für besondere Vorkommnisse. Ein schwarz vermummter Mann mit einer Maske. Klingt nicht besonders vertrauenserweckend, was? Hab Dank für deinen Botendienst, meine Gute. Wir werden die Augen nach dem suspekten Individuum offen halten. Sei auch du auf der Hut, denn der Tod ist im Hochland allgegenwärtig. Ja. Aber nun feiern. Ja! Dann Hochschule ins Bettchen. Oder geht's noch weiter? Irgendwo hin. Also, ich wollte ja das Ding abgeben. Schaffe ich, wie gesagt, war eh nicht, aber egal. Ruhe ich mir die zwei Quests beim nächsten Mal. Also, morgen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich morgen. Wir haben nur 5 Minuten. Gut, die Farbtilo kommt da natürlich nicht mit rein. Ist ja klar. Ab ins Bett. Das ist gut. Das ist gut. Ich mach mir gleich lecker Burger. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Ich kam nicht dazu. Und dann geht's aber für mich auch gleich ins Bett. Wir haben es noch auf die 12 Stunden geschafft. Da kam ein Lala aus dem Haus. Ich weiß. Da kam Kitty aus dem Haus gerannt. Du hast den Inferno-Ballon also besiegt. Nichts anderes habe ich von einer Pikenierin erwartet. Egal, welche Tricks ein Gegner anwendet, du darfst dich nicht beirren lassen. Du musst deine Angst unter Kontrolle halten und entschlossen handeln. Das ist Mut. Ja, du hast richtig gehört. Ich erkenne deinen Mut an. Also stehe hier nicht länger rum. Trainiere fleißig weiter, dann wirst du eines fernen Tages vielleicht auf einer Stufe mit uns alten Hasen stehen. Richte ich Yavane meine Grüße aus. Es soll sich ab und zu in Buskerons Horst sehen lassen. Okay, dann kann ich das hier noch einmal fix abgeben. Dann ist Feierabend. Und ich kann mein Essen essen. Dann muss Wauzi noch raus. Wenn Wauzi denn möchte. Wauzi liegt nämlich nur noch in der Ecke und macht gar nichts mehr. Doch atmen. Atmen tut sie. Und mir aufs Klo folgen. Alter, die folgt mir ja überall hin jetzt. Ne? Die folgt mir von A nach B nach C. Ich so von. Nein! Dein Ernst, Kitty? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir wollen doch die Quest noch schnell abgeben. Alle drei Pikenier-Veteranen haben deinen Mut anerkannt. Damit hast du deine Grundausbildung abgeschlossen und ich kann dir nicht mehr viel beibringen. Doch dein Mut wird in den zahlreichen Kämpfen, die dir unweigerlich bevorstehen, weiter wachsen. Die Prüfungen sind hiermit abgeschlossen. Da ist ein Schreibfehler drin. Das steht abschlossen. Die Prüfungen sind hiermit abschlossen. Haha, ich habe einen Fehler gefunden. Doch ich hoffe, die Gilde kann auch weiterhin auf dich zählen. Trainiere fleißig weiter und komm ab und zu bei uns vorbei. Du wirst mir ans Herz gewachsen und ich möchte deine Gesellschaft nur ungern missen. Ja, nett, danke. Arrivederci. Tschüssi. Sachchen.
So, aber der Senior-Kaktus. Ja, 2 Minuten noch. Wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Was ist denn da schon wieder? Achso. Das interessiert ganz schön. Oh mein Gott, wir haben eigentlich so viel, ne? Ich könnte euch überall hin railen geführt. Wenn die Augen klar. Das würde ich gern, du bist so klein, Kitty. Ich glaube, ich weiß, wo ich euch gleich hin werde. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen macht. Dann kann ich mich für den Raid letzte Woche revanchieren. Haha. Was? Ja. Den. Nein. Ja. Jo. Wohin regeln? Oh. Oh, klein Lala. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht viel, aber ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Der Heiler ist jetzt ganz oben. Also auf 50. Nicht ganz oben. Wir können den unsere Pikinieren hier dann auf. Ich hab, ja, du hast sowieso viel geschafft, vor allem storytechnisch. Da habe ich ja gar nichts geschafft. Das werde ich dann wahrscheinlich morgen machen. Wir werden uns dann morgen den Dragoon holen. Und sobald wir den Dragoon haben, mache ich im Herbstkürbissee noch die letzten Sachen fertig und dann machen wir Main Story weiter. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und